Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA hat der Streit über den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko dazu geführt, dass ein Teil des Haushalts blockiert ist. Viele Regierungsbehörden, auch Ministerien, bleiben deshalb vorerst geschlossen. Bis zu 800.000 staatlich Beschäftigte müssen entweder unbezahlt arbeiten oder in den Zwangsurlaub. Die Demokraten im Senat weigern sich, dem Etat zuzustimmen, weil Präsident Trump darin die Milliardenkosten für den Bau der Grenzmauer verankern will. Sonnenaufgang an Tag 1 des sogenannten Shutdowns. Trotz hektischer Verhandlungen keine Lösung. Um Mitternacht trat die Haushaltssperre in Kraft. Im Mittelpunkt des Streits die von Präsident Trump geplante Mauer zu Mexiko. Die bisherigen Befestigungen reichen ihm nicht. Für die Mauer fordert Trump mehr als 5 Milliarden Dollar. Nur dann will er ein neues Haushaltsgesetz unterschreiben. In einem vom Weißen Haus produzierten Video unterstreicht er ihre Bedeutung für den Kampf gegen illegale Immigration. Nur eine großartige Grenzsicherung kann sie stoppen. Eine Mauer oder ein Metallzaun oder wie immer Sie das nennen wollen. Aber wir brauchen eine riesige Sperre. Ohne eine solche wird das nie funktionieren. Prinzipiell sind auch die Demokraten für Grenzsicherung, aber nicht für eine Mauer. Die wird im Senat nie durchkommen. Nicht heute, nicht nächste Woche, nicht im nächsten Jahr. Wenn Sie, Präsident Trump, die Regierung wieder öffnen wollen, dann müssen Sie die Mauer aufgeben. Ein politisches Kräftemessen, das 800.000 Staatsbedienstete betrifft. Während des Shutdowns erhalten sie keinen Lohn. Ungefähr 420.000 davon müssen unbezahlt Arbeit leisten, zum Beispiel bei der Flugsicherung, in staatlichen Gefängnissen oder beim Grenzschutz. Wirklich spüren werden sie das aber erst nach den Feiertagen. Nun geht es darum, wer sich durchsetzt, der Präsident oder die Demokraten. Womöglich ein erster Vorgeschmack auf das nächste Jahr. Denn nach den Wahlen im November ändern sich die Machtverhältnisse. Die Demokraten übernehmen das Repräsentantenhaus und der Präsident wird kompromissbereiter sein müssen. Nach den Störaktionen mit Drohnen auf dem Flughafen London Gatwick hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau aus der Umgebung. Seit Mittwochabend war der Betrieb wegen Drohnen über dem Flugfeld mehrfach unterbrochen worden. Mitten in der Vorweihnachtszeit fielen etwa 1.000 Flüge aus oder wurden umgeleitet. Etwa 140.000 Passagiere waren davon betroffen. Es herrscht weitestgehend wieder Normalbetrieb am Flughafen Gatwick. 750 Flüge sollen heute abgefertigt werden. Passagiere kehren an den Flughafen zurück, um ihre Reise verspätet anzutreten. Wir haben nicht wirklich viel Urlaub. Frustrierend, dass der jetzt noch kürzer ausfällt. Es ist wirklich bescheuert, dass sowas passiert. Die letzten Tage waren anstrengend, vor allem mit Kindern. Sie haben nur noch über Drohnen gesprochen. Darüber wissen Sie jetzt bestens Bescheid. Drohnen über dem Rollfeld hatten immer wieder den Flugverkehr lahmgelegt. Zuletzt war das Militär eingesetzt worden und ein Drohnenabwehrsystem, um den Flugverkehr sicherzustellen. Gestern Abend vermeldete die Polizei Sussex über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass man zwei Verdächtige festgenommen habe und dass die Ermittlungen weitergehen. Über das mögliche Motiv äußert sich die Polizei bislang nicht. Es soll sich um einen 47-jährigen Mann und eine 54-jährige Frau aus Crawley handeln, einer Stadt nur wenige Kilometer von Gatwick entfernt. Das Fliegen von Drohnen in der Nähe von Flughäfen ist in Großbritannien illegal und strafbar. Den Drohnenpiloten von Gatwick drohen bis zu 5 Jahre Haft. In Hessen haben die Landesgremien von CDU und Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Damit kann die Vereinbarung morgen von beiden Parteien unterzeichnet werden. Bei der Neuauflage der schwarz-grünen Regierung sollen die Grünen 4 Ministerposten erhalten, 2 mehr als bisher. Nach deutlichen Verlusten der CDU bei der Landtagswahl hat die Koalition künftig nur noch eine Einstimmenmehrheit. Der neue hessische Landtag konstituiert sich am 18. Januar. Feierlaune bei den hessischen Grünen. Neben ihrem Spitzenmann Tarek Al-Wazir werden in der künftigen Landesregierung 3 weitere grüne Minister sitzen.
Für ihre Nominierung und für den Koalitionsvertrag stimmten 91% bei der Landesmitgliederversammlung in Hofheim am Taunus. Zuvor hatte Wirtschaftsminister Al-Wazir mit Nachdruck für die Zustimmung zum Koalitionsvertrag geworben. Auch wenn man der CDU beim Thema innere Sicherheit habe entgegenkommen müssen, so hätten sich die Grünen doch bei ihren Herzensthemen durchgesetzt. Wir sind auch gewählt worden für die Energiewende, für die Verkehrswende und für die Agrarwende. Und dieses findet sich in diesem Koalitionsvertrag. Und darauf können wir auch stolz sein. Hinter verschlossenen Türen diskutierte der Landesausschuss der CDU Hessen über den Koalitionsvertrag, stimmte ihm dann aber einstimmig zu. Damit habe er nicht gerechnet, gestand Ministerpräsident Volker Bouffier. Wir finden viele Punkte, die uns wichtig sind in diesem Vertrag, sodass das jetzt nicht so ist wie Weihnachten, eine Überraschungsgeschichte, dass das klappen kann, sondern das ist eher etwas sehr Solides und Verlässliches. Und von daher sind am Ende solche Entscheidungen immer ein Kompromiss. Die CDU will ihre Minister für die neue schwarz-grüne Landesregierung erst Anfang des nächsten Jahres nominieren. Sie tut sich schwer mit den Personalentscheidungen. Schließlich muss sie zwei Ministerien an die Grünen abgeben. Um den Verlust zu kompensieren, schafft sie ein neues Ministerium für Digitalisierung. Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden immer häufiger Opfer von gewaltsamen Übergriffen. Allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres registrierte der Konzern knapp 2000 Körperverletzungen, mehr als im gesamten Jahr 2015. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Hintergrund der Angriffe sei der Frust von Bahnkunden über schlechte Leistungen des Unternehmens, so die Arbeitsmarktexpertin der Linken Zimmermann in der Passauer Neuen Presse. In Budapest gingen gestern Abend erneut mehrere tausend Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Orbán auf die Straße. Sie forderten unter anderem die Rücknahme eines neuen Arbeitsgesetzes. Es sieht vor, dass Arbeitgeber pro Jahr von ihren Mitarbeitern bis zu 400 Überstunden verlangen können. Kritiker sprechen von einem Sklavereigesetz. Die Gewerkschaften drohen mit einem Generalstreik. Regierungskritische Kundgebungen gab es in Ungarn, in den vergangenen Tagen auch in anderen Städten. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat die mehr als 6 Monate im All nach eigenen Angaben sehr gut überstanden. Bei einer Pressekonferenz der ESA in Köln berichtete er heute über seinen Aufenthalt auf der internationalen Raumstation ISS. Von dort war er vorgestern auf die Erde zurückgekehrt. 2 Tage nach seiner Rückkehr zur Erde sind die Erdanziehungskraft und der aufrechte Gang für Alexander Gerst wieder Normalität. Er hat die 197 Tage im All extrem gut verkraftet. Das haben die bisher durchgeführten medizinischen Tests gezeigt. Wenn man da oben sein Sportprogramm gut durchzieht und dann eben auch mit den Gewichten entsprechend hochgeht, dann trägt das dazu bei, dass es einem hier nach der Landung schnell wieder gut geht. Tägliches Training, Untersuchungen am eigenen Körper, rund 300 Experimente. Dennoch Zeit, die Schönheit der Erde zu genießen und auch die Zusammenarbeit im internationalen Team von 4 Kontinenten. Wir sind in komplett unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen, aber dennoch, ohne sich da groß drüber Gedanken zu machen, klappt die Zusammenarbeit so gut. Und das ist, finde ich, eines der wichtigsten Dinge, die wir von der Raumstation lernen. Eine weitere Mission im All, die kann sich Alexander Gerst zwar vorstellen, jetzt seien aber erst einmal andere Astronauten dran. In Madrid sind heute die Gewinnlose der spanischen Weihnachtslotterie El Gordo ermittelt worden. Der Name bedeutet auf Deutsch der Dicke. Die Lotterie gilt, gemessen an der Gewinnsumme, als die größte der Welt. Ausgeschüttet werden mehr als 2,4 Milliarden Euro, darunter 170 Mal ein Hauptgewinn von 4 Millionen. Viele Spanier hatten der Ziehung lange entgegengefiebert. Wenn El Gordo gezogen wird, kann es schon mal ein bisschen viel werden. Dieses Jahr erwischt es Carla. Carla hat gerade die Gewinnernummer für den Dicken gesungen. Die Weihnachtslotterie ist ein spanisches Nationalheiligtum. Über Stunden werden die Kugeln gezogen, immer nach dem gleichen Prinzip. Ein Kind singt eine Losnummer, das andere die dazugehörige Gewinnsumme. 1.000 Euro, 60.000 oder eben 4 Millionen El Gordo. Die Menschen im Saal haben die ganze Nacht vor dem Madrider Opernhaus ausgeharrt, um dabei zu sein. Das soll besonders viel Glück bringen. Einmal im Leben muss man das gemacht haben.
Ich habe Lose für fast 1000 Euro gekauft. Das Wichtigste ist die Freude. Uns ist egal, ob wir gewinnen. Hoffentlich gewinnt jemand, der es braucht. 170 Mal wird der Dicke ausgezahlt. 170 mal 4 Millionen Euro. Und so feiern heute Tippgemeinschaften von Andalusien bis ins Baskenland. Ein bisschen fühlt es sich schon an wie Weihnachten. In der Fußball-Bundesliga überwintert RB Leipzig auf einem Champions-League-Platz. Am letzten Spieltag der Hinrunde besiegten die Sachsen Werder Bremen mit 3:2 und bleiben damit zu Hause weiter ungeschlagen. Was für eine Erleichterung, Ralf Rangnick. Mit letzter Kraft im 31. Pflichtspiel Bremen besiegt. Das 1:0 erzielte Klostermann. Die Bremer Viererkette in der 22. Minute nicht im Arbeitsmodus. Klostermann mit seinem zweiten Saisontor. In der 44. Minute nutzte Timo Werner einen unsauberen Rückpass von Max Kruse zum 2:0. Für Werner das 11. Saisontor. Werder gab sich nie auf. In der 67. Minute kombinierten sich die Bremer zum wiederholten Mal vors Tor. Max Kruse traf nach Zuspiel von Gebre Selassie. In der 77. Minute sogar das 2:2. Der eingewechselte Sargent erzielte mit seinem zweiten Torschuss in der Bundesliga sein zweites Tor. Als vieles darauf hindeutete, dass Werder das Spiel noch dreht, traf der eingewechselte Brumer zum 3:2 Siegtreffer. Für Leipzig der 4. Heimsieg in Folge. Domenico Tedesco und Schalke 04 feierten ein versöhnliches Ende einer enttäuschenden Hinrunde. Beim 3:1-Sieg in Stuttgart waren die in Blau-Grün spielenden Schalker über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Steven Skripski brachte die Gäste schon nach 10 Minuten in Führung. Mit dem 1:0 für Schalke ging es in die Pause. Kurz nach der Halbzeit konnte Nicolas Gonzalez diesen Aussetzer von Schalkes Torhüter Fährmann nicht ausnutzen. Eine kuriose Szene, die letztlich entscheidend war. Denn nach 70 Minuten gelang Schalke das 0:2. Gomez fälschte Sanés Kopfball unglücklich ins eigene Tor ab. Als Torschütze gilt aber Salif Sané. Für den VfB Stuttgart traf nach 76 Minuten dann doch noch Nicolas Gonzalez. Die Entscheidung für Schalke aber fiel schon 2 Minuten später. Dem 18-jährigen Ahmet Kutucu gelang der Treffer zum 3:1 Endstand, der Schalke Luft verschafft und Markus Weinzierl mit dem VfB Stuttgart sinnbildlich im Regen stehen lässt. Und hier die weiteren Ergebnisse. Leverkusen-Berlin 3:1, Hannover-Düsseldorf 0:1, Nürnberg-Freiburg 0:1. Im Spiel Frankfurt gegen München steht es kurz vor dem Ende 0:2. Bereits gestern besiegte Dortmund Mönchengladbach mit 2:1. Morgen trifft dann noch Augsburg auf Wolfsburg und Hoffenheim empfängt Mainz. Die Tabelle. Dortmund geht als Spitzenreiter in die Winterpause. Dahinter Mönchengladbach, München und Leipzig auf den Champions-League-Plätzen. Frankfurt ist Fünfter vor Wolfsburg, Leverkusen auf Rang 9. Die zweite Hälfte beginnt mit Bremen, dann Freiburg, Mainz, Schalke, Düsseldorf und Augsburg. Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Die Abstiegsränge belegen Hannover und Nürnberg. Platz 3 für den nordischen Kombinierer Fabian Riesel beim Weltcup im österreichischen Ramsau. Der Schwarzwälder setzte sich im Zielsprint gegen seine Teamkollegen Johannes Rützek und Vinzenz Geiger durch. Aufgrund böiger Winde musste der Sprungwettbewerb abgesagt werden. Es zielte der provisorische Wettkampfsprung vom Vortag. Da war der Österreicher Franz Josef Rehrl am besten. Auf der 10-Kilometer-Strecke konnte den Jarl Magnus Rieber noch abfangen. Der Norweger gewann damit seinen 4. Weltcup in Folge. Die Lottozahlen. 8, 20, 21, 25, 43, 44, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 23. Dezember. Ein Tief zieht nach Frankreich und bringt im Süden und Südwesten bis Heiligabend zum Teil unwetterartige Regenmengen. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht wird es vom Westen bis in die Mitte zunehmend trocken, sonst noch Regen oberhalb von 900 Metern zum Teil Schnee. Einzelne Wolkenlücken schließen sich morgen bis zum Mittag, im Nordosten ein paar Schauer, später in der Südwesthälfte Regen vom Oberrhein bis zum Alpenrand auch ergiebig. Heute Nacht 2 Grad in den östlichen Landesteilen 9 im Breisgau. Dort morgen milde 14 Grad, 4 an der Ostsee. Am Heiligabend im Süden noch kräftiger Regen, in den Alpen später auch Schnee, sonst nur einzelne Schauer.
An den Weihnachtsfeiertagen etwas kälter, im Nordosten viele Wolken, im Südwesten auch Sonnenschein. Um 23.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Stillstand vor Weihnachten, was der Shutdown in den USA bedeutet. Und Dichtung und Wahrheit. Wie beschädigt ist der Journalismus durch den Spiegel-Skandal? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.